Hallo und herzlich willkommen zum kürzesten Lesemonat meiner YouTube-Geschichte. Und ich kann sowas sagen, ich bin mittlerweile seit immerhin 2,5 Jahren hier dabei. Also das Thumbnail täuscht nicht. Ich habe nicht noch 5 E-Books gelesen, die ihr hier nicht sehen könnt. Ich habe tatsächlich recht wenig gelesen. Wenn ihr mein Frust-Video gesehen habt, wisst ihr, was bei mir los war. Ich verlinke es euch gerne nochmal in der Infobox. Oh, es geht ja schon gut los. Total cool, eure ganzen Reaktionen übrigens darauf. Ich hätte das niemals erwartet. Ich hatte ein bisschen Angst, dass alle das Video ganz furchtbar finden, weil ich einfach nur da sitze und vor mich hin quatsche und meckere. Aber irgendwie kam das scheinbar ganz gut an, wie ich vor mich hin meckere. Ist ja auch mal schön. Also ich hatte nicht so den erfolgreichsten Lesemonat. Ich glaube, dass es dafür die unterschiedlichsten Gründe gibt. Also einmal hatte ich in letzter Zeit öfter mal Bücher, die ich nicht gut fand. Also wenn ich jetzt so auf meine Liste gucke, waren allein in den letzten 3 Monaten habe ich ein Buch abgebrochen. Es waren 3 Ein-Sterne-Bücher, 1 Zwei-Sterne-Buch. Ich meine, es waren auch gute Bücher dazwischen. Wahrscheinlich erinnert man sich immer oder hängt sich viel zu sehr an dem auf, was man nicht gut fand. Aber nachdem ich letztes Jahr das Gefühl hatte, dass ich eigentlich mittlerweile meine Bücher ganz gut auswähle und nur sehr selten zu Flops greife, war ich jetzt schon so ein bisschen frustriert. Ich habe mich auch über mich selbst geärgert, denn... Und es ist auch diesen Monat wieder passiert. Ich muss wirklich, wirklich, wirklich aus meinen Fehlern lernen. Ich breche... Hier ist eine Fliege. Naja. Ich breche einfach zu wenig ab. Es ist wirklich so. Also ich hatte jetzt mehrere Bücher, von denen ich im Nachhinein denke, ich hätte sie abbrechen sollen. Entschuldigung. Ich hoffe, es geht. Ansonsten muss ich sie rausschmeißen und das Video nochmal anfangen. Ich hätte sie ab... Ah, sie ist rausgeflogen. Ich hätte sie abbrechen sollen. Ich hätte sie früher abbrechen sollen, wenn ich sie dann abgebrochen habe. Es ist einfach nicht klug und es versaut mir irgendwie die Stimmung, weil ich dann so ewig lange an so einem allerhöchstens mittelmäßigen Buch festhänge und mir das die Leselaune versaut irgendwie. Keine Ahnung. Ich wollte lesen, aber es war nicht so richtig das Wahre. Ich habe tatsächlich einen Weg gefunden, da wieder so ein bisschen rauszukommen, aber dazu erzähle ich euch dann auch noch mehr. Also ich habe letztlich insgesamt 5 Bücher gelesen, davon war 1 ein E-Book auf Englisch. Es waren 2056 Seiten und 66,3 Seiten am Tag. Eigentlich voll okay. Also ich meine, wenn man sich überlegt, 66 Seiten am Tag. Ein Bewertungsdurchschnitt von 3,2. Das ist auch der schlechteste Durchschnitt dieses Jahr. Naja, sagt uns ja schon einiges. Es hat auch mit einem Ein-Sterne-Buch angefangen. Und normalerweise sind die Ein-Sterne-Bücher immer die Bücher, die ich abbreche. Also wenn ich sie fertig lese, gebe ich mindestens 2 Sterne. Aber in dem Fall, ich konnte mich nicht durchringen. Ich habe auch manchmal schon gedacht, ich glaube, ich muss vielleicht generell ein bisschen strenger werden mit meinen Bewertungen. Keine Ahnung. Aber das hier war eigentlich wirklich nicht mal 2 Sterne wert. Es ist Cottage gesucht, Held gefunden von Susan Elizabeth Phillips. Und mir blutet ein bisschen das Herz, einem Buch von ihr nur 1 Stern geben zu müssen, weil eigentlich finde ich sie toll. Und ich habe lange kein Buch mehr von ihr gelesen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob sich mein Geschmack verändert hat. Aber es ist auch tatsächlich einfach nicht gut. Also Susan Elizabeth Phillips ist keine Autorin, die einen überrascht. Sagen wir es mal so, wie es ist. Wir haben immer 2 Leute, die sich am Anfang hassen und am Ende lieben. So, ich will euch ja nicht spoilern für alle Bücher, die ihr jemals von ihr lesen werdet, aber das ist ihr Grundprinzip. Und eigentlich ist es bei ihr aber total okay, weil sie mega witzige Dialoge hat, tolle Protagonisten, die man wirklich, wirklich lieb gewinnt und eine ganz schöne Liebesgeschichte. Und wie sich die beiden streiten, ist immer echt gut gemacht, aber hier, nee. Ganz ehrlich, meine Kritik fängt schon mit dem Cover an. Wir haben hier ein Cover mit Seesternchen und hier Muscheln und überhaupt total sommerlich und schön. Das Ganze spielt im tiefsten Winter. Sorry, aber ich finde, das kann es nicht sein. Also wenn ich mir dieses Buch gekauft hätte als Strandlektüre, es hätte mich gestört. Also es klingt vielleicht total bescheuert, aber vielleicht versteht ihr ja auch, was ich meine. Es hätte mich gestört, dass es im allertiefsten Winter spielt. Es hat mich auch so schon gestört, weil ich mir ein bisschen verarscht vorkam. Aber als Urlaubslektüre hätte es mich gestört. Wäre jetzt nicht das größte Problem bei diesem Buch gewesen als Urlaubslektüre, aber naja. Gut. Wir haben hier 2 Leute. Wir haben eine junge Frau, die pleite ist. Wie heißt sie denn? Annie. Und die von ihrer Mutter, die verstorben ist, irgendwie eine geheimnisvolle Botschaft bekommen hat, dass ihr Nachlass in ihrem alten Cottage ist. Jetzt hofft Annie natürlich, da den großen Reichtum zu finden, die großen Geldscheine, die irgendwo unter der Matratze versteckt sind, und reist dahin, so nach dem Motto, sorry, aber scheiß auf die Mutter, ich will nur die Kohle haben. Annie ist Puppenspielerin, also Bauchrednerin. So, ist ja voll okay. Also ist jetzt nicht mein Berufswunsch, aber es ist voll okay.
Annie redet im Kopf mit ihren Puppen. Die Puppen geben ihr Ratschläge und solche Geschichten, also so in Kursivschrift. Das fand ich von Anfang an ziemlich bescheuert und doof. Irgendwann wird es dann zum Glück ein bisschen weniger, aber eigentlich habe ich am Anfang schon gedacht, wenn es die ganze Zeit so weitergeht, er schießt mich. Ja. Da in diesem Cottage, beziehungsweise in dem Herrenhaus dazu, Haupthaus, keine Ahnung, lebt Theo. Theo und Annie kennen sich schon seit ihrer Kindheit, weil Theo der Sohn des Stiefvaters von Annie ist. Und Theo war immer ganz, ganz furchtbar gemein zu ihr, aber eigentlich Gefühle, bla, hm. So, und die beiden, und er will sie da unbedingt loswerden, er ist ganz fies zu ihr und so das übliche Prinzip, aber ich fand es einfach nur echt total bescheuert. Ich fand Annie bescheuert, ich fand Theo bescheuert. Es gab 0,0 Chemie zwischen den beiden. Dann gab es auch so eine blöde Kriminal-Storyline. Ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu hinaus sagen soll. Es war wirklich, wirklich kein gutes Buch. Wirklich, wirklich nicht. Und ich habe daran, ich sehe es ja hier vor mir, 2 Wochen gelesen. Nicht, dass es schlimm wäre, 2 Wochen an einem Buch zu lesen. Darum geht es mir nicht, bevor mich hier irgendwer falsch versteht. Ich lese auch so mal 2 Wochen an einem Buch. Also wenn es ein wirklich dickes Buch ist, wenn ich nicht viel Zeit habe, wenn es ein anspruchsvolles Buch ist, für das ich mir einfach Zeit nehmen muss, mit einem konzentrierten Kopf. Aber 2 Wochen für Susan Elizabeth Phillips ist eigentlich nicht normal. Und es ist eigentlich auch nicht okay, dass ich 2 Wochen meiner Lebenszeit an dieses schlechte, schlechte Buch verschwende. Also tretet mich doch bitte nochmal in den Hintern. Ich muss Bücher abbrechen. Musst du zu den anonymen Zu-Ende-Leserinnen gehen und naja. Auf Susan Elizabeth Phillips folgte etwas völlig anderes mit deutlich mehr Anspruch, ganz anderer Handlung und überhaupt, nämlich Der Engelschwieg von Heinrich Böll. Mein 3. Buch von ihm, mein deutlich schwermütigstes Buch von ihm und auch dasjenige, das mich am meisten gefordert hat. Mental, aus unterschiedlichen Gründen. Also einmal ist es eben wirklich sehr, sehr düster und sehr schwermütig. Wir haben hier Kriegsende, wir haben einen Mann, der desertiert ist, der sich dementsprechend irgendwie so mit falschen Identitäten durchschlagen muss, weil einfach nicht rauskommen darf, was passiert ist, der ja durch die Gegend streift und zwischendurch immer mal wieder verzweifelt auf der Suche nach einem Stück Brot ist, was einfach unfassbar ist. Also wenn man hier ganz verwöhnt in Deutschland lebt und jederzeit Brot zur Verfügung hat, jederzeit Unmengen an Essen zur Verfügung hat, um das mal dazu zu sagen. Aber Brot, das ist sowas Teures, schwer zu bekommendes, glücklich machendes sein kann. Das ist schon irgendwie harte Kost per se, ganz abgesehen von dieser ganzen Kriegsthematik, die sowieso schon nicht einfach ist. Es ist auch sprachlich deutlich anspruchsvoller als die anderen beiden Romane, die ich von ihm gelesen habe. Es fordert den Leser sehr, finde ich. Ich mochte es aber sehr gerne. Ich mochte seine anderen beiden Bücher. Ich habe ja Ansichten eines Clowns und Die verlorene Ehre der Katharina Blum gelesen. Mehr, weil das, was ich daran so besonders geschätzt habe, dieser spezielle Humor von Böll war. Dementsprechend, ich habe dem Ganzen jetzt 3 Sterne gegeben, weil ich glaube, dass die Romane mit diesem Funken Humor mich nochmal mehr packen. Nichtsdestotrotz sehr, sehr gut und sehr wichtig als Zeitzeuge. Danach habe ich wieder etwas ganz anderes gelesen. Und auch dieses Buch hat übrigens sehr stark dabei geholfen, mir meine Lesefreude zurückzubringen. Dementsprechend ja, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das vom Verlag bekommen habe, weil ich ansonsten, ich hätte es wahrscheinlich nicht in naher Zukunft gekauft. Also es geht erstmal um Paula Hawkins' Into the Water. Das ist die Autorin von Girl on the Train. Girl on the Train mochte ich sehr gerne, deswegen glaube ich schon, dass ich dieses Buch irgendwann gekauft hätte, aber wahrscheinlich nicht direkt bei Erscheinen. Und es ist eben jetzt erst erschienen. Und ich habe es angefangen und war sofort absolut gepackt und gefesselt und darin gefangen und habe es innerhalb von 2 Tagen gelesen. Und es war wieder endlich wieder dieses Gefühl von, deswegen lese ich da aus Spaß und Spannung und Freude. Und ich will gar nicht sagen, dass Böll mir zum Beispiel nicht gefallen hat, aber Böll war eben nochmal sowas ganz Anspruchsvolles, was mich eben schon sehr stark gefordert hat. Und das hier war mal wieder einfach Spaß. 4 Sterne, sehr, sehr spannend. Wir haben hier die Geschichte eines kleinen Ortes namens Beckford, in dem im Laufe der Jahrzehnte einige Frauen in einem Gewässer ertrunken sind. Auch das ist jetzt wieder passiert. Es geht um Nell, von der man nicht sicher ist, ob sie gesprungen ist,
gestürzt ist, geschubst wurde. Sie ist auf jeden Fall ertrunken und ihre Schwester will herausfinden, was alles dahinter steckt. Das Ganze wird aus vielen unterschiedlichen Perspektiven erzählt, was, wie ich finde, die Spannung nochmal größer macht. Fand ich wirklich toll. Es wurde gegen Ende hin so ein bisschen verwirrend. Dementsprechend 4 Sterne, keine 5, die es ansonsten sicherlich hätten werden können. Aber so oder so ist das definitiv eine Empfehlung von mir. Ich habe es auch schon in der Rezension gesagt, falls ihr Girl on the Train nicht ganz so gerne mochtet, weil euch da nicht genug Spannung drin war. Ich meine, ich betone es auch hier nochmal, es sind Romane, keine Thriller, obwohl viele Thriller-Elemente da drin stecken. Könnt ihr es trotzdem mal hiermit versuchen. Also hier passiert schon mehr, würde ich behaupten. Es gibt nochmal einen größeren Spannungsbogen, mehr Wendungen und so weiter. Also traut euch ruhig daran, wenn ihr Girl on the Train jetzt nicht so überzeugend fandet. Aber gebt mir nicht die Schuld, wenn ihr es dann nicht so gut fandet. Mal um das so dazu zu sagen. Jetzt möchte ich über das einzige E-Book sprechen, das ich in dem Monat gelesen habe. Auch das war ein Buch, das man eben nicht einfach mal so flott beendet. Normalerweise lese ich auf dem Kindle ja eher leichtere Literatur, weil sich das ehrlich gesagt so anbietet, vom Einschlafen unterwegs und so. Jetzt habe ich allerdings Tiger Tiger gelesen von Margot Fragoso, die darin ihre eigene Geschichte erzählt. Und zwar die Geschichte, wie sie mit 8 Jahren... Ich tue mich schwer damit, es auszudrücken, aber ich glaube, in der deutschen Version steht es so auf dem Klappentext. Eine Beziehung mit Peter eingeht. Peter ist 40 Jahre älter. Dementsprechend könnt ihr euch im Grunde schon vorstellen, worauf das Ganze hinausläuft. Also Peter ist, naja, er ist ein Pädophiler. Es ist so, dass Margot ihn kennenlernt, gemeinsam mit ihrer Mutter. Und irgendwann schleicht es sich so ein, dass die beiden immer öfter bei ihm zu Besuch sind. Sie spielt mit seinen Kindern, sie fühlen sich da total wohl und frei, weil Margots eigener Vater schon ein ziemlich strenges Regiment führt zu Hause. Die Mutter ist psychisch krank, depressiv und so weiter. Und ja, und dort können sie einfach irgendwie frei sein. Und irgendwann nähert sich Peter Margot an und... Im Grunde ist die Geschichte schon anders, als man es erwarten würde, weil oberflächlich betrachtet fast alles, was zwischen den beiden passiert, und damit meine ich natürlich auch sexuelle Handlungen, wie gesagt, oberflächlich betrachtet in Margots Einvernehmen passieren. Also sie sagt, sie liebt ihn, sie möchte das gerne machen und er macht es auch vermeintlich ganz einfühlsam und überhaupt, es ist wirklich, also so wird es beschrieben, sie beschreibt es nicht bitter oder verurteilt, sondern sie beschreibt es wie eine Liebesgeschichte. Das macht es beim Lesen wirklich, wirklich hart manchmal, finde ich. Es ist fast schlimmer, als wenn man es aus der Perspektive von jemandem liest, der hasst und der alles rauslässt und da mit wütenden Augen drauf blickt. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Weil es eben schon so ist, dass er sowas sagt wie, naja, es ist doch mein Geburtstag und ich würde mich so freuen, wenn du mir was Gutes tust. Es gibt auch tatsächlich gewaltsame Szenarien zwischen den beiden, nicht im sexuellen Zusammenhang, beziehungsweise doch schon auch, wobei es da eher so ist, dass es im Rahmen einer Fantasie geschieht, die die beiden sich da zusammenspinnen, sondern eher sowas ja in Streitigkeiten und so. Das heißt, wir haben hier nicht nur diese... ja, sexuelle Konstellation, sondern auch im Grunde die eines Mädchens oder einer jungen Frau, die eben mit einem gewalttätigen Partner zusammen ist und das immer wieder mitmacht und verteidigt. Und das Ganze geht auch verdammt lange, nämlich 14 Jahre lang, bis sie 22 ist. Ja, es ist, wie gesagt, ist schon anders als andere Geschichten, weil es wie eine Liebesgeschichte beschrieben wird. Und er oft auch eher als jemand beschrieben wird, den man irgendwie bemitleiden müsste, was ich nicht kann. Tut mir leid, den man irgendwie verstehen müsste, was ich auch nicht kann. Also ich weiß nicht genau, wie die Autorin mittlerweile darüber denkt. Das kommt nicht so richtig raus. Also am Ende, es gibt schon nochmal ein Nachwort und ihr ist schon bewusst, dass das alles nicht normal ist. Aber ich weiß nicht, ob sie es so, wie sie es beschrieben hat, gemacht hat, um ihre damalige Perspektive herauszuarbeiten oder ob sie wirklich immer noch die damaligen Gefühle hegt. Das kam für mich nicht raus, finde ich ganz, ganz schwierig als Leser. Ich möchte sie da natürlich auch nicht verurteilen, aber ja, schwierig. Ich habe dem Ganzen letztlich 3 Sterne gegeben. Es ist immer ein bisschen schwierig, solche Geschichten zu bewerten. Ich weiß, dass viele es auch gar nicht machen, weil es ist ihre Lebensgeschichte. Was soll ich dazu sagen? Ich bewerte in dem Fall auch nicht
die Handlung, sondern ich bewerte den Schreibstil. Dem gebe ich 3 Sterne, weil es war für mich jetzt nicht so. Also schriftstellerisch war das definitiv nicht der große Wurf. Dementsprechend, man kann es lesen, aber man muss es meiner Meinung nach nicht. Zu guter Letzt, das Buch, das im Grunde mein Trick sein sollte, um mich aus meiner Flaute und aus meinem Frust wieder rauszuholen, und das hat auch wirklich gut funktioniert. Weißer Oleander von Janet Fitch ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe es ein paar Jahre lang nicht gelesen, habe es allerdings in meiner Jugend sehr, sehr oft gelesen und darüber hinaus auch noch. Also Jugend, ich sag mal so zwischen, ich weiß nicht, wann ich es zuerst gelesen habe, vielleicht zwischen 14 und 20 oder so, habe ich es mehrmals gelesen. Ich habe es mir damals in der Bücherei ausgeliehen, immer und immer wieder, und dann irgendwann habe ich es mir selbst gekauft von meinem Taschengeld. Und ich war total gespannt, wie ich es jetzt finden würde, weil ich schon behaupten würde, ich habe so 5-6 Jahre nicht mehr gelesen und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich es nicht mehr so toll finden würde, aber ich finde es immer noch genauso grandios wie damals. Dazu gibt es übrigens auch eine Verfilmung, die ist nicht so gut wie das Buch, aber auch nicht schlecht. Also lest zuerst das Buch, aber ihr könnt euch dann auch gerne die Verfilmung angucken. Ich gebe euch die Erlaubnis, nein, aber sie ist wirklich nicht schlecht. So. Es geht um Astrid. Astrid wächst bei ihrer Mutter auf, über ihren Vater weiß sie eigentlich gar nichts. Ihre Mutter ist Dichterin und eine sehr, sehr eigene Persönlichkeit. Also sie hat ihre ganz eigenen Vorstellungen vom Leben, ihre eigenen Regeln und ist alles andere als konventionell. Die beiden sind eigentlich sehr glücklich miteinander. Astrid ist auch sehr glücklich mit diesem Leben. Und dann irgendwann kommt es dazu, dass ihre Mutter einen Mann kennenlernt, der eigentlich so vollkommen anders ist als die Männer, die sie sonst kannte. Also sie hatte sonst wirklich auch eher solche Künstlertypen, hat sich nie zu sehr auf die Beziehungen oder Affären eingelassen. Das war alles immer so ganz leicht. Dann irgendwann war er wieder weg und dann kam der Nächste, alles kein Problem. Und dieser Mann ist eigentlich viel zu einfältig für sie, viel zu ahnungslos, was Kunst betrifft. Er sieht auch nicht besonders gut aus, aber irgendwie schafft er es, sie für sich zu gewinnen. Und zwar so sehr, dass sie sich tatsächlich verliebt und sich Hals über Kopf in diese Beziehung stürzt. Und dann irgendwann, ja, kommt es fast, wie es kommen muss. Er meldet sich nicht mehr, sie sieht ihn mit einer anderen und da dreht sie durch. Also damit kann sie überhaupt nicht umgehen, dass ihr sowas passieren konnte. Und sie bringt diesen Mann um. Keine Sorge, damit spoilere ich nicht zu sehr. Das ist wirklich, das passiert auf den ersten Seiten. Also das ist im Grunde der Aufhänger für die ganze restliche Geschichte. Sie bringt ihn um, sie kommt ins Gefängnis und Astrid in eine Pflegefamilie nach der anderen. Und über diese Pflegefamilie will ich eigentlich gar nicht allzu viel sagen. Das müsst ihr schon selbst lesen. Was an diesem Buch so wahnsinnig, wahnsinnig gut ist, ist einmal der Schreibstil. Der Schreibstil ist unglaublich gut. Man würde im ersten Moment vielleicht denken, dass die Geschichte jetzt nicht besonders anspruchsvoll ist, kein besonderes Niveau hat. Es ist halt so ein Unterhaltungsroman, aber das ist es überhaupt gar nicht. Der Schreibstil ist wirklich sehr, sehr poetisch, voller Bilder, wirklich sehr, sehr schön gemacht und in allem immer glaubwürdig. Also es ist nie so, dass man es der Autorin nicht abnimmt. Ich habe ja ein großes Problem damit, wenn Autoren poetisch sein möchten, aber es nicht hinkriegen. In diesem Fall ist es sehr, sehr gut gemacht. Und es steht einfach in einem wahnsinnig tollen Zusammenhang mit Astrid, die eben dieser Künstlerin aufgewachsen ist, die selbst natürlich dadurch auch nicht ganz konventionell ist. Es passt einfach unheimlich gut zusammen. Das nächste, was dieses Buch, und es ist eigentlich der größte Punkt, der dieses Buch so interessant macht und der es auch absolut wert gemacht hat, dass ich es mehrmals gelesen habe, weil ich schon sagen würde, die ersten 2 Male, die ich ja auch noch eher jung war, als ich es gelesen habe, konnte ich das Ganze noch gar nicht so erfassen. Also ich musste es wirklich mehrmals lesen, um wirklich diese psychologischen Vorgänge, die da passieren, zu erfassen. Denn das Interessanteste ist eigentlich die Geschichte zwischen Astrid und der Beziehung zu ihrer Mutter. Ihrer Mutter, die auch aus dem Gefängnis heraus immer noch versucht, sie zu beeinflussen. Astrid, die irgendwie langsam versucht, sich aus den Fängen ihrer Mutter zu befreien. Und das nicht nur aus den offensichtlichen Fängen, nämlich wenn sie irgendwelche Briefe schreibt, wenn ihr irgendwelche Vorwürfe macht oder ähnliches und sie versucht, in ihrer Meinung zu beeinflussen, sondern auch die Fänge, die sie anfangs gar nicht so spürt. Mit der Zeit nimmt sie wahr, wie viel ihre Mutter ihr eigentlich eingeredet hat, wie viel von ihren eigenen Gedankenstrukturen sie auf Astrid übertragen hat und wie sehr sie daran gefangen war und sie daran gehindert wurde, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln und zu entfalten. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Aber diese Mutter-Tochter-Beziehung ist wahnsinnig spannend und durchzieht eben das ganze Buch und beeinflusst alles, was mit Astrid passiert, sehr, sehr stark. Nicht nur gedanklich, sondern auch tatsächlich. Also es passieren Dinge, die ihre Mutter aus dem Gefängnis heraus beeinflusst. So.
Und damit meine ich überhaupt nichts Thriller-artiges oder so, sondern es ist wirklich ein Roman und er ist einfach enorm gut gemacht. Also ihr merkt schon, ich komme absolut ins Schwärmen hier. Ich habe ihn immer noch geliebt. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Ganz, ganz, ganz großartige, lesenswerte Literatur. So, dafür, dass ich so wenig gelesen habe, habe ich mal wieder relativ lang gequatscht. Wir gucken mal, wie der Juni dann so ausfällt. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Ganzen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!